Und willkommen damit zu Euro Truck Simulator 2 zum Go East Add-on. Jo. Und wir fahren nun weiter. Wir sind das letzte Mal ja bei Aldi angekommen. Ich bin jetzt kurz in die Stadt gefahren, nämlich zum Hotel, um zu übernachten hier in Białystok. Und jetzt fahren wir mal in die Hauptstadt, nämlich nach Warschau. Und satteln einen Digger hinten dran. So, jetzt müssen wir noch hier raus kommen aus dem Hotel und ach, der Obi-Markt ist auch außerhalb. Na wunderbar. Ja, Aldi und Obi immer gerne mal außerhalb. Das kennt man ja hier. Das kennt man ja allgemein irgendwie, dass das so für die beiden Firmen typisch sind, dass die immer außerhalb sich ansiedeln müssen. So, jetzt mal ein bisschen warten. Ja, und dann geht's dann gleich los. So, und auch hier rot. Lublin, ja, da geht es wahrscheinlich beim nächsten Mal hin. Da wollen wir nicht lang. Ja, vor allem, wir können ja auch noch gleich wieder zurückfahren, weil über Warschau geht es ja über diese Autobahn, die sich da dann aufbaut. Da stand zwar eben 200 etwas, allerdings, das ist, wenn man über die Landstraße nach Warschau fährt. Weil ich habe nämlich eine Auswahl gehabt zwischen diesem Digger und bei Gazprom etwas. Und das bei Gazprom, was ein bisschen billiger war, das führte eben direkt über die Autobahn dorthin. Deswegen, den Weg werden wir dann auch, denke ich mal, einschlagen, wenn wir halt hier nochmal zurückfahren. Was macht denn der für eine Fahrerei da vorne, der LKW? Das ist ja unfassbar. Wo will der denn hin? Mit seinem Zement wahrscheinlich. So. Wenn wir sehen, da vorne geht es dann ab, hinein. So, nach Lublin wollen wir ja nicht, deswegen werden wir auch nicht da lang fahren. Entschuldigung. Da muss ich jetzt auch noch niesen. Das auch noch mitten in der Aufnahme. Das ist natürlich besonders herrlich hier mitten in der Aufnahme. Naja, aber ich kann so etwas ja leider auch nicht unterdrücken. So, da rein. Das wäre der Digger 500. Ach, dahin ist er. Okay, gut. So, oje. Ja, das ist immer so eine enge Angelegenheit hier in dieser Firma. Oh mein Gott, wie soll ich denn da hinkommen nun? Das war, glaube ich, schon wieder ein bisschen zu. Stopp. Und hier jetzt so, ne? Nee, das war ein bisschen zu spät. Das könnte jetzt schon mal eher was werden. Und T. Und los geht's. Die Fahrt.
Ah, jetzt müssen wir natürlich erstmal hier rauskommen wieder. Ja, okay, jetzt hat es funktioniert. Dann geht die Post ab, aber wir werden dann gleich nach links abbiegen, weil das ja dann kürzer ist. So. Ah, vielen Dank, grüß dich. Ja, vielen Dank auch. Ist ja auch mal nett. So. Dann fahren wir mal. Auf geht's. Ja, fahren wir halt lieber durch die Stadt und dann über die Autobahn, das geht dann schneller. Müssen wir halt nur wieder vor dem Blitzer in Acht nehmen, der da vor Aldi ist. So, was ist denn hier los? Na, hier ist doch gar keine Ampel. Was brauchen denn die so lange? Jetzt sehr seltsam. So, wenn jetzt hier keiner rein will, überholen wir diese lahme Truppe, das ist ja unmöglich. Warte, ich habe es sonst von aus. Ja, das ist mir jetzt auch egal. Solche lahmen Kröten hier. Das gibt's ja wohl nicht. So, fahren wir jetzt wieder in Bierstock rein und dann dort geht es dann in Richtung Autobahn und dann geht es auf, genau, da wird jetzt schon angezeigt, sind nur 165 Kilometer. Dann auf nach Warschau. Ist ja wohl logisch, dann nehmen wir natürlich lieber hier die Zahl, die kürzer ist. Ja, das ist ja halt das Navi. Das hat uns ja schon mal verarscht mit dieser einen Autobahn da. Was total Umweg war. Und das muss echt nicht sein. Hier, nee, hier geht's gar nicht lang. Da nicht lang. Aber bei der nächsten. Jetzt haben wir natürlich wieder das Pech, immer schön die roten Ampeln zu erwischen. Ja, aber es geht wahrscheinlich dann insgesamt trotzdem noch schneller. So, fahrt mal schön. Jawohl. Na, aus. So, das ist jetzt die letzte Kreuzung, müssen wir auch wieder warten. Ne, können gleich weiterfahren, sehr gut. Wenn du halt so lahm ist, dann überholen wir dich halt. Zwar darf man natürlich klar in der Stadt nicht überholen, aber wenn der halt so lahm ist, dann wird eben überholt. So, jetzt Nummer 70. So, hier sind wir das letzte Mal lang gefahren. Jetzt Firma Aldi, diesmal geht es geradeaus.
Dann müsste. Genau, hier ist. Komm. Ach, hier war es der Blitzer erst. Oh, hier wird sehr viel gearbeitet. Wahrscheinlich hier für die Baustelle oder für die Autobahn oder so. Ja, dann stellt's mal schnell fertig, ne? So. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie die Verkehrsregeln hier sind in Polen. 100 Landstraße und ja, na gut, Richtgeschwindigkeit gibt es nicht auf der Autobahn. Aber ich weiß eben nicht, wie das ist mit 130. Mit 130, mit 100 auf der Landstraße. Der holt. Ah, hier kann man auch halten, mitten auf dem Schotterweg. So, da versucht jetzt der Transporter den Scania zu holen. Das machen wir mal gleich. Wobei das gar nicht eigentlich schneller sein müsste. Vor allem, weil er ohne Dings ist. Da ordnen wir uns aber noch gerade zu ein, wo jetzt das Überholverbot kommt. Jetzt hier. Grammar schnell davor nochmal kurz eingeholt. Sehr gut. Hier sollte doch bald mal irgendwo eine Autobahn losgehen, war da auf der Karte angezeichnet. Oder irrte mich das einfach nur? Auf jeden Fall ist das hier die schnellere Strecke. Sieht man ja auch schon, das ist eine große Landstraße. Wir fahren einfach mal 100. Normalerweise dürfen wir sowieso nur 80 fahren als LKW, aber darauf achtet ja hier eh keiner. In den Spiel. Was war denn das schon wieder für eine Aktion? Da bremst er einfach ab. Hier muss man erst abbremsen. Was war das denn? Ja, und das meinte ich, solche Aktionen, die müssen einfach nicht sein, weil dadurch passieren ja hier die Unfälle, weil da einfach mal ohne Grund wird er einfach abgebremst. Man erkennt keinen Grund, warum der eben gerade abgebremst ist. Hat. Na? Es war auf einer Geraden wohlgemerkt und er bremst ab. Unglaublich. So. Der denn? Ja, auf Wiedersehen. Oh, Kühe hier. Kühe und ein bisschen Landwirtschaftssimulator mal wieder. Ja, herrlich. Boah, rast nur davon. Wir haben hier Vorfahrt. Freundchen. So geht's aber nicht hier. Also ich habe eigentlich gesagt, dass das eine Autobahn sei, weil das so groß dargestellt war, die Straße, aber da war das scheinbar doch ein Irrtum. Weil wir sind ja fast da gleich. So, jetzt treten wir natürlich wieder schön auf die Bremse wegen der 70. Ach nee, doch, hier kommt eine Autobahn. Ah ja. Sehr gut. Also ob es jetzt Autobahn ist oder Schnellstraße, weiß ich jetzt nicht. Aber es sieht schon nach einer Autobahn eher aus. Ja, Autobahn, gut. So, 50 Kilometer, jetzt können wir uns hier ordentlich Gummi geben. Weil es mit der Kurve immer so eine Sache ist.
mal hier ins Trudeln wieder. So, Kollege, du machst ja hoffentlich Platz, genau, so. So, und da sehen wir schon Warschau. Mein Güte, es ging mal schnell hier, als wir auf die Autobahn jetzt drauf gefahren sind. Ja, das geht aber richtig flott, die Karotte hier. So, hier endet auch die Autobahn wieder. Obwohl, das war eine Schnellstraße. Dann war das eher nur eine Schnellstraße und keine Autobahn. Erster Aufenthalt in Warschau. Super. Sind wir jetzt hier in der Hauptstadt angekommen. Und ich spreche nicht Warschau in Polnisch aus, um Gottes Namen. Da mache ich mich ja hier wieder zum Affen. Das muss nun wirklich nicht sein. Ja, das war auch wieder so eine Aktion, wo man nicht weiß, warum der mal wieder abgebremst hat. Was haben wir denn hier in Warschau? Ja klar, LKW-Händler und Arbeitsagentur, das ist mir auch schon klar, dass das so sein wird. Achso, da kommen wir gar nicht dran vorbei. Wobei wir eh dann bei der Werkstatt übernachten werden. Höchstwahrscheinlich. Zur Not fahren wir halt da dran vorbei. Beim nächsten Mal. Ja, müssen wir dann sehen, wo es dann weitergeht. Wahrscheinlich nach Lubin oder wie der Ort hieß. Aber jetzt kommen wir erstmal an davon bei der Firma Strackbar. Was haben wir noch? Einen Sparmarkt haben wir. Dann war da, glaube ich, auch noch was anderes. Daxa, genau. Das hört sich gut schon mal an. Also, Strackbar, Spar und Daxa. Gut, das hört sich auch schon mal, also vor allem das letzte hört sich dann schon mal gut an. Aber hier kommt es ja, wie gesagt, hier kann jede Firma die richtige sein. Weil wir einfach nur eine Firma brauchen, die uns auch in die und die Stadt reinbringt. Darauf kommt es ja hier drauf an. Wenn ich jetzt mal schaue, wir haben 7 Stunden noch gut, da könnten wir eigentlich noch eine Fahrt machen. Aber es kommt eben auch immer darauf an, ob die Stadt verfügbar ist. Ist sie nicht verfügbar, dann schlafen wir halt. So. Audi, Mercedes. Wahrscheinlich kommt hier ein Mercedes-Händler oder sowas. Wenn man das hier schon sieht. Hier geht's jetzt. Ach, schon wieder in die Nase. Hier geht's jetzt rein. So. Zur Firma Strackbar rein. Und auf. Sehr schön. Damit haben die ihren Digger 500 bekommen. Und es geht damit im nächsten Part weiter, wenn es dann wieder heißt Old Truck Simulator 2 mit dem Add-on Go East. Jo, und bis dahin sag ich mal wieder und tschüss.